Du schreibst viele E-Mails und möchtest dir die Erstellung erleichtern, dann bist du hier goldrichtig. In diesem Video zeige ich dir einen Überblick über alle Funktionen, die Outlook bietet, damit du deine E-Mails schneller und leichter schreiben kannst. Aber sieh selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und in diesem Video gebe ich dir einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, E-Mails schneller und leichter zu schreiben und zeige dir auch gleich einen Einstieg in die verschiedenen Funktionen. Da, wo ich schon vertiefende Videos habe, verlinke ich dir die in der Infokarte und da, wo es noch kein Video gibt, werde ich diese Videos in nächster Zeit erstellen. Wenn es also bei den Themen, wo ich noch kein Video habe, etwas gibt, was dich besonders interessiert, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich orientiere mich dann daran so ein bisschen, was dann als nächste Videos kommt. Aber nun zum Überblick. Einmal gibt es Funktionen, mit denen könnt ihr E-Mails einfach nur noch anpassen und dann versenden. Und da wäre einmal zu nennen das erneute Senden, dann aber auch die Quicksteps und die Vorlagen. Der Vorteil der Vorlagen gegenüber den Quicksteps ist vor allem, wenn ihr zusammenarbeitet und ihr gemeinsam dieselben Vorlagen nutzen wollt, dann könnt ihr die sehr gut gemeinsam nutzen. Das geht mit den Quicksteps so nicht, die muss sich jeder selbst anlegen. Ein zweiter Bereich ist das schnellere Schreiben und Erstellen von E-Mails. Und da wäre einmal zu nennen die Autokorrektur, die ihr vielleicht auch aus Word kennt, aber auch die Schnellbausteine oder Autotext. Das ist nicht ganz dasselbe, aber es ist an derselben Stelle zu finden. Deshalb fasse ich das hier zusammen. Und das kennt ihr vielleicht auch schon aus Word. Und dann die Textvorhersage, die Microsoft groß ankündigt und die wohl auch in der englischen Outlook-Version schon funktioniert. Leider aber noch nicht in der deutschen. Und sobald das in der deutschen funktionieren wird, gibt es dann dazu auch ein Video. Und das dritte wäre dann, Empfänger schneller auszuwählen. Da haben wir natürlich einmal die Verteilerlisten oder Kontaktgruppen, wie das jetzt inzwischen in Outlook heißt. Aber das geht auch mit Quicksteps. Und wenn ihr sehr viele gleiche oder auch ähnliche E-Mails habt, dann bietet euch Outlook die Möglichkeit, Serien-E-Mails zu erstellen. Und als letztes zeige ich euch dann noch einen kleinen Tipp, wie ihr E-Mails schneller abschicken könnt, nämlich mit einer Tastenkombination, sodass ihr nicht so viel zwischen Maus und Tastatur hin und her greifen müsst. Aber wie funktionieren nun diese einzelnen Schritte? Wir starten mal mit dem erneuten Senden. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich euch hier den Weg aufgeschrieben habe, aber ich zeige den euch auch noch kurz. Und beim erneuten Senden ist es so, das könnt ihr direkt nutzen, da habt ihr keine Vorbereitung, sondern den Weg könnt ihr jetzt direkt, so wie ich ihn mache, hier auch durchführen. Ich wechsle mal in meine E-Mails, mache eine E-Mail auf, die ich schon erstellt habe und dann wähle ich unter Nachricht im Bereich Verschieben die sogenannten weiteren Verschiebeaktionen und dort den Befehl, diese Nachricht erneut senden. Die Nachricht wird neu aufgemacht, ich kann die neu erstellen bzw. anpassen und am Schluss klicke ich auf Senden und die wird weggeschickt. Das mache ich jetzt nicht, ich schließe die jetzt hier, gehe wieder zurück in den Überblick. Also das war das erneute Versenden. Dazu gibt es auch einen Quick-Tipp, den ich euch verlinkt habe. Das zweite sind die Quick-Steps. Da müsst ihr erst den Quick-Step erstellen, um ihn dann nutzen zu können. Die Quick-Steps findet ihr, wenn ihr zum Beispiel im Posteingang seid, hier unter Start, Quicksteps und da klickt ihr auf diesen Listenpfeil und wählt zum Beispiel Neu erstellen. Wählt dann eine Aktion aus und das wäre in diesem Fall unter Antworten, neue Nachricht, auch weiterleiten und antworten oder alle Antworten kann zum schnelleren Schreiben führen. Das ist aber hier getrennt. Und ich nehme mal hier neue Nachricht und dann seht ihr, man kann hier einen Adressaten einfügen. Erstmal nicht gerade viel, aber über Optionen anzeigen, seht ihr, könnte ich ja auch einen Betreff vorbereiten, ihr könnt einen Text vorbereiten. Und ihr könnt, und das ist das Coole jetzt im Vergleich zu Verteilerlisten, ihr könnt auch noch ein CC hinzufügen oder ein BCC. Bei der Verteilerliste kann man ja immer nur die Verteilerliste an eine Stelle innerhalb der E-Mail übernehmen, also in An oder CC oder BCC. Und bei den Quicksteps habt ihr die Möglichkeit, die Adressaten schon an die richtige Stelle sozusagen einzuteilen. Auch Kennzeichnung, Wichtigkeit ist hier möglich.
Da gibt es also eine ganze Menge. Das zeige ich jetzt hier nicht weiter im Detail. Da habe ich euch ein Video in die Infokarte verlinkt. Deshalb breche ich das hier ab. Und wenn ihr die dann später nutzen wollt, dann klickt ihr einfach auf den Quickstep, den ihr erstellt habt hier. Und dann wird sofort das durchgeführt. Ihr seht, ich habe hier einen mit ein paar Adressaten, mit einem Betreff, aber in diesem Fall nicht mit einem Text. Also Quicksteps, erst erstellen, dann nutzen. Vorlagen, da geht ihr so vor, ihr erstellt erstmal die E-Mail, sodass die fertig ist. Und wenn die E-Mail fertig ist, dann müsst ihr sie eigentlich nur richtig abspeichern. Das heißt, ihr macht also eine neue E-Mail, ihr schreibt die, wie die sein soll. Wichtig ist, ihr lasst die Signatur weg, weil die Signatur ja wahrscheinlich bei euch automatisch eingesteuert wird. Und wenn ihr eingestellt habt, dass die bei neuen E-Mails automatisch eingesteuert werden soll, dann würde die doppelt drin sein. Also die Signatur weglassen, ansonsten den Text erstellen, wie ihr den braucht. Und dann über Datei speichern unter. Vielleicht kennt ihr das auch aus Word oder anderen Programmen schon. Hier beim Dateityp Outlook Vorlage. Und dann wählt ihr euch den Ort aus, wo ihr die abspeichern wollt. Ich nehme jetzt mal hier den Desktop als Beispiel. Nenne das Outlook Vorlage. Und die E-Mail selber brauche ich dann nicht speichern. Die Vorlage ist ja schon gespeichert. Und jetzt habe ich hier an dem Speicherort die Vorlage, mache da einen Doppelklick drauf, dann geht die auf. Und da ist alles drin, was ihr vorher festgelegt habt. Und ihr seht, die Signatur ist jetzt einmal dabei und eben nicht zweimal, weil ich die vorhin weggelassen habe. Also Vorlagen erstellen, auch erst erstellen, dann nutzen. Und der Vorteil hier eben, wenn ihr es so ablegt, dass ihr gemeinsam mit euren Kollegen und Kollegen zugreifen könnt, dann könnt ihr das gemeinsam nutzen. Dann die Autokorrektur. Die müsst ihr erstmal anpassen, um sie dann nutzen zu können. Da ist der Weg relativ weit, um dorthin zu kommen. Ihr findet das in Outlook über Datei, Optionen, E-Mail, dann Editoroptionen und hier unter Autokorrekturoptionen die Autokorrekturoptionen. Und hier könnt ihr sagen, ihr wollt einen bestimmten Text, den ihr schreibt, automatisch ersetzt haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier einen Text eingebe, dies ist der Text, den ich oft brauche. Und ihr sagt, ihr wollt, wenn ihr zum Beispiel Text 1 tippt, dann wollt ihr, dass das automatisch dadurch ersetzt wird. Klickt dann noch auf Hinzufügen. Und ab jetzt, wenn ihr Text 1 schreibt, dann wird automatisch der Text, den ihr hier vorbereitet habt, in eure E-Mail übernommen. Ich bestätige mal mit OK und OK und OK, mache die neue E-Mail. Und wenn ich jetzt Text 1 schreibe und dann die Leertaste drücke, dann seht ihr, es wird automatisch der vorbereitete Text übernommen. Wenn ihr das ausnahmsweise mal nicht wollt, dann geht ihr jetzt mit dem Mauszeiger auf den Text und dann seht ihr, da entsteht hier vorne so ein kleines blaues Rechteck. Wenn man da drauf geht, dann kann man wunderbar die Autokorrekturoptionen aufrufen und zwar zurückändern in Text 1 oder auch die Autokorrektur komplett deaktivieren. Oder eben Autokorrekturoption steuern, dann seid ihr da, wo wir gerade so auf dem weiten Weg hingekommen sind. Hier zur Autokorrektur gibt es noch viel zu sagen, da werde ich demnächst mal ein Video dazu machen. Dann haben wir die Möglichkeit, Schnellbausteine oder Autotexte zu nutzen. Die müssen wir auch erst erstellen, um sie dann nutzen zu können. Und die Vorgehensweise ist hier so, dass ihr zunächst mal einen Text erstellt. Ich nehme jetzt mal den Text, den ich hier vorhin per Autokorrektur vorbereitet habe. Also ihr erstellt einen Text, ist ein beliebiger. Ihr könnt auch eine alte E-Mail aufmachen. Ihr markiert den Text und dann wählt ihr über Einfügen Textbaustein. Und jetzt könnt ihr entweder Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern wählen oder
Auswahl im Autotextkatalog speichern. Im Prinzip sind die Autotexte ein Teil der Textbausteine und haben so ein paar Eigenheiten, die es manchmal hilfreicher macht, aber die auch zu anderen Effekten führt. Dazu wird es demnächst auch ein detailliertes Video geben. Ich wähle jetzt zunächst mal aus Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern. Ich gebe dem Ganzen einen Namen, bestätige mit OK und ab jetzt kann ich einfach in einer E-Mail an einer beliebigen Stelle über Einfügen Schnellbaustein, kann ich diesen Schnellbaustein auswählen und habe den Text hier dabei und kann den auch später anpassen, wenn ich zum Beispiel wie hier jetzt einen Tippfehler drin habe, hier das Komma gehört vielleicht noch dazu, dann kann ich auch in den Schnellbausteinen nachträglich über einen Rechtsklick organisieren und löschen, kann ich hier noch mehr machen, aber wie gesagt, da gibt es noch ein extra Video dann dazu. Der Vorteil der Textbausteine, also Schnellbausteine, Autokorrektur gegenüber der Schnellbausteine und Autotext gegenüber der Autokorrektur ist vor allem, dass ihr viel größere Textmengen hier verwenden könnt. Die Textvorhersage, die ist auf Deutsch im Moment, also Stand April 2022, noch nicht verfügbar. Das ist im Prinzip die Idee, du schreibst einen Text und Outlook schlägt dir neue Wörter vor, wie das vielleicht dein Handy auch schon kann, sodass du dann da nur noch die Wörter aussuchst. Da werden wir sehen, wenn es dann da ist, ob das wirklich so eine Erleichterung ist, wie Microsoft behauptet. Wenn es soweit ist, gibt es dazu ein Video. Dann die Verteilerlisten. Die Verteilerlisten sind jetzt primär geeignet, damit du die Adressaten schneller auswählst. Und die Verteilerlisten findest du im Bereich der Personen und als Kontaktgruppe. Das heißt, du wechselst zunächst mal hier auf Personen. Das kann sein, dass du in Outlook noch nicht die neuen Funktionen aktiviert hast, die in Kürze verfügbar sind. Dann findest du die Personen nicht hier, sondern du findest sie hier unten. Und über Personen, Start, Neu, neue Kontaktgruppe, kannst du dann hier Mitglieder zur Kontaktgruppe hinzufügen und dann später unter An in der E-Mail diese Kontaktgruppe auch wiederum aufrufen. Auch dazu gibt es ein detailliertes Video, das ich dir in der Infokarte verlinke. Genau, und dann gibt es noch eine ganz besondere Funktion, die das E-Mail-Schreiben im großen Stile sehr erleichtert. Also wenn du hunderte von Adressaten hast mit sehr ähnlichen oder vielleicht identischen Texten, dann ist Serien-E-Mail eine wunderbare Sache. Die Serien-E-Mails brauchen allerdings eine ganze Menge Vorbereitung oder es wird deutlich leichter, wenn du einiges vorbereitest, was Ansichten und Filter angeht. Und sind dann doch etwas komplexer in der Erstellung. Aber der Einstieg, den findest du auch wieder bei den Personen, wie auch gerade die Verteilerlisten. Und dort dann Serienmail, das heißt also hier unter Start im Bereich Aktionen die Serienmails. Und dort kannst du die Kontakte auswählen, die Daten, die du dann für deinen Serienbrief verwenden willst, also die Kontaktfelder. Du kannst auch schon vorbereitete Texte als Serienmail nehmen und wichtig ist vor allem hier unten dann der Serienbrief und dass du das als E-Mail zusammenfügst. Dann kannst du noch Betreffzeile angeben und so. Aber dazu werde ich auch in absehbarer Zeit mal ein ausführlicheres Video machen. Aber so hast du schon mal den Einstieg und wenn du dich mit Seriendruck schon gut auskennst, dann kommst du damit auf jeden Fall auch ein gutes Stück weiter. Ja, und jetzt zum Schluss noch eine Möglichkeit, wie du E-Mails schneller verschicken kannst, nämlich eine Tastenkombination. Du schreibst deine E-Mail und wenn du fertig bist, drückst du nur noch Steuerung Enter und schon ist die E-Mail verschickt. Das heißt also, wenn du eine neue E-Mail vor dir hast und du drückst Steuerung und Enter, dann bekommst du beim ersten Mal diese Meldung und kannst dann sagen, ich möchte diese Meldung nicht mehr anzeigen. Und wenn du dann mit Ja bestätigst, dann kannst du ab jetzt immer mit Steuerung und Enter E-Mails direkt verschicken. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du kannst mit all den Dingen etwas anfangen, die ich dir hier schon mal so zum Einstieg gezeigt habe. Schau dir auch gerne die Videos in den Infokarten an und abonniere den Kanal, wenn dich so Dinge wie Autokorrektur, Vorlagen, aber auch Serien-E-Mails interessieren. Und schreib mir gerne unten in die Kommentare, was dich am meisten interessiert. Dann wird das wahrscheinlich auch
eins der ersten sein, das dann als nächstes Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.